Die russische Armee hat die Region um die südukrainische Hafenstadt Odessa mit Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben 8 Menschen verletzt und unter anderem das historische Kunstmuseum der Stadt beschädigt. Die Regierung in Kiew rief die Weltkulturorganisation UNESCO auf, den Angriff auf die 124 Jahre alte Einrichtung zu verurteilen. Die ukrainische Armee konnte nach eigenen Angaben 15 Drohnen vom Typ Shahed und einen Marschflugkörper abfangen. Abgesehen von dem Museum wurden demnach bei dem Angriff 20 Wohnhäuser und Infrastruktureinrichtungen beschädigt. Die russischen Truppen nahmen zudem die Stadt Cherson unter Beschuss. Dabei wurde nach Angaben der Regionalverwaltung eine Frau verletzt. Derzeit wächst die Angst in der Ukraine vor erneuten systematischen russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur. Im vergangenen Winter mussten Millionen Menschen zeitweise ohne Heizung und Strom auskommen. Kiew hat seine westlichen Verbündeten wiederholt aufgefordert, die Luftabwehrsysteme der Ukraine zu stärken.